Hallihallo und herzlich willkommen. Falls ihr dieses Jahr eine Fahrt mit dem Eurotunnel vorhabt, ich kann euch nur bekräftigen, es ist ein Wahnsinnserlebnis, sollte man auf jeden Fall erlebt haben. Und wenn man irgendwo in Deutschland wohnt und in der Regel gewohnt ist, man hat kein Mobilfunknetz, unter dem Ärmelkanal fährt, aber dort hat man plötzlich 5G, ist es einfach sehr, sehr befriedigend. Es ist ein sehr grandioses Gefühl, dass man zumindest weiß, irgendwo werden die Sachen richtig gemacht. Ich hatte eine Unterkunft in direkter Nähe zum Eurotunnel gewählt, etwas außerhalb von Calais, gerne hier verlinkt. Eigentlich eine perfekte Unterkunft, sehr preiswert. Lediglich das Bier hat leider tatsächlich 10 Euro gekostet. Nach meiner Anfahrt von knapp 1000 Kilometern nonstop habe ich mir dennoch eines gönnen müssen. Nachdem es bei dem Preis schon egal war, habe ich mindestens auch noch ein paar Euro Trinkgeld gegeben und bin am nächsten Tag topfit und motiviert gestartet. Ja, jetzt auf jeden Fall mal zur Eurotunnelstation. Nicht überfahren werden am Weg hin. Mann, 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 ist das geil. Hier sieht das Wetter auf jeden Fall traumhaft aus. Aber man sieht schon, Landesinnere blau, UK grau. Oh, ja. Das Hotel war nur knapp 7 Minuten vom Port des Eurotunnels entfernt und zusätzlich hat es eine 24-Stunden-Rezeption bzw. eine 24-Stunden-Check-In-Möglichkeit. Nachdem ich 1000 Kilometer nonstop angefahren bin, wollte ich auf jeden Fall etwas Flexibilität bezüglich der Ankunft, was soweit auch perfekt gefruchtet bzw. als Plan perfekt aufgegangen ist. Daher, ich persönlich würde sagen, ich kann das Hotel auf jeden Fall empfehlen. Die Anfahrt verlief ohne weitere Probleme. Es gab tatsächlich einen Self-Check-In-Schalter, bei dem alles absolut problemlos funktionierte. Mann, das wird gleich spannend, ob ich Self-Check-In schaffe. Confirm. Wenn es echt so einfach ist, wäre das schon episch. Please declare your vehicle. Conventional fuel type. Okay. First call for boarding will be in 12 minutes. Alles klar. Passenger terminal building. Oisklor. Das war auf jeden Fall sehr angenehm. Man musste lediglich die Ticketnummer eingeben, hat quasi seine Identität grob bestätigt. Anschließend kam die Grenzkontrolle und schon war man eigentlich bereit für die Einfahrt in den Zug. Geil! Schon geschafft, einmal den Helm abnehmen für den Passport. Es gibt überall eine Motorradline. Echt super easy, alle super freundlich. Macht es gut, geil, ich freue mich sowas von. Nach einer kurzen Wartezeit und den Einweisungen des Personals fuhr man dann problemlos, Achtung, sehr glatter Boden, zusätzlich Achtung, es ist relativ schmal dafür, dass man mit einem großen Bike mit auch noch Seitenkoffern fährt. Ich hatte wirklich ein wenig Sorge, dass ich meinen riesen Touratech-Koffer irgendwo an der Wand einhänge. Aber geschafft, quer zur Fahrtrichtung geparkt. Man steht während der Fahrt gemütlich neben dem Motorrad. Wie schon erwähnt, man hat perfekten Internetempfang. Man kann surfen, mit den anderen Reisenden plaudern. Ich habe hier sehr sympathische Engländer getroffen, die als Rundreise hier in der Europäischen Union bzw. Frankreich, Italien und den Alpen unterwegs waren. Somit ist die Reisezeit eigentlich super schnell vergangen. Auf der anderen Seite hinausgefahren und ich zumindest hatte ein wenig Sorge, mich nun auf der richtigen Straßenseite einzureihen. Dies hat sich aber einfach als unnötig dargestellt. Durch die Spurführung kann man an dieser Stelle eigentlich absolut nichts falsch machen, wird perfekt in den normalen britischen Verkehr integriert bzw. eingeführt und landet dort einfach auf der richtigen Straßenseite und auch in der richtigen Fahrspur. Was gibt es noch? Falls man seine Fahrt allgemein verschieben möchte, kann man das Ticket bis zu einem Tag vor Abfahrt, wenn ich mich richtig erinnere, auch komplett problemlos verschieben. Wir wollten eigentlich ein Jahr früher nach Irland fahren und konnten tatsächlich auch die Tickets ein Jahr in die Zukunft verschieben. Wir mussten sie zwar einmal umbuchen, weil der Fahrplan ging maximal ein halbes Jahr in die Zukunft. Dementsprechend einmal ein halbes Jahr in die Zukunft buchen und dann anschließend nochmal ein halbes Jahr in die Zukunft buchen.
und schon fuhren wir ein Jahr später quasi mit denselben Tickets die geplante Strecke. Was ich im Internet allgemein über den Eurotunnel gelesen habe, war, dass viele Leute sich Sorgen machten bezüglich Unfällen, dass etwas passieren würde unter dem Meer, dass man lieber in einer Fähre fahren würde. Ich persönlich würde ohne Zweifel jederzeit sofort wieder den Eurotunnel nehmen. Ich habe selten so ein problemloses Verkehrsmittel erlebt. Ich würde sagen, auch eine Fahrt mit der Fähre ist definitiv anstrengender und organisationsreicher. Man muss sein Motorrad verzurren, man muss sich an Deck begeben. Genau, man ist nicht bei dem Motorrad. Es dauert in jedem Fall länger. Und hier fährt man wirklich absolut problemlos in diesen Zug. Der Zug fährt unter dem Meer. Wirklich, wirklich beeindruckend. Wenn man noch Fenster hätte, dann wär das für mich einfach auf jeden Fall ein Weltwunder. Es ist so, für mich ist es so tatsächlich schon eine Art Weltwunder, wirklich grandios, dass man von Frankreich nach Großbritannien hier einfach unter dem Meer durchfahren kann, ist für mich wirklich sehr beeindruckend. Ich habe mich wirklich mindestens so sehr auf den Eurotunnel gefreut wie auf Irland. Also, ich lege euch das nahe, nehmt auch den Eurotunnel, genießt eure Fahrt, absolut stressfrei, ihr könnt dort jausen, ihr könnt etwas trinken und auch die Abwicklung, wie erwähnt, absolut perfekt. An vielen Stellen gibt es eine Motorradspur, dementsprechend auch als Motorradfahrer absolut problemlos. Kleiner Tipp noch am Rande, wer ein Motorrad mit digitalen Instrumenten hat, kann im Eurotunnel die Zeit nutzen und das Gebietsschema auf UK bzw. Distanz Meilen und Meilen pro Stunde umstellen. Somit hat man vor Ort direkt die richtige Geschwindigkeit im